So, wo sind jetzt die ganzen Leute hin? Ihr seid noch hier hinten, ne? Seid ihr noch hier hinten? Ja, wenn ihr nichts zu tun habt, Leute. Plündern. Indessen neue Babys. Oder erstmal gucken, was haben wir jetzt dazu bekommen für Hütten? Schweißbrenner. Zerstört Werkzeugschuppen und Hütten, füge anderen Stammesmitgliedern aber kaum Schaden zu. Achso, das ist was für Gebäude. Aha. Dann brauchen wir 25 Nahrung, dann haben wir was, womit wir Gebäude einreißen können. Ich glaube, ich lasse das mit der Diplomatie und dem schönen Geist wirklich für eine andere Rasse. Das hier sind jetzt Krieger. Und sie bleiben Krieger. Bis wir zu schwach für Krieg sind, dann fangen wir mit Diplomatie an. So wie immer. Was sind das hier eigentlich für Handfüßler? Für Kopfhändler. Handkopfler. Handkopfler heißen die. Sieht aber auch ganz lustig aus, ne? So ein bisschen Jar Jar Binks mit dem Schnabel, aber... Wollen wir mal eine Gangrenrasse machen? Nee, wa? Gangrenrasse wäre dann doch übertrieben. Ah, da kommen ja schon die kleinen, fleißigen Helferlein. Die Kalikatuka. Verstehe. Eier, Eier, Ohr. Ey, echt jetzt, Leute? Einer hat gefehlt? Einer? Dann geht doch schon mal los auf die Plugale. Da ist jemand sehr überambitioniert und ist direkt vorausgerannt, ich sehe schon. So, haben wir jetzt überhaupt noch... Ach, da unten ist noch ein lilaner Stamm. Was macht denn der so? Der sieht auch sehr, sehr... Wurfspeere. Oder der hat Wurfspeere. Wurfspeere sind nun auch nicht zu verachten. Ja. Komm jetzt hier, Schweißbrenner. Ein bisschen drehen. So ist schön. Währenddessen neue Rekruten. Wir brauchen immer mehr Rekruten. Sammelt ihr immer noch von da hinten? Liegt da so viel Essen rum? Nö, das war's jetzt. Wenn ich wieder nachgucke, ist ja typisch. Italia! So, Stamm. Ich warte noch, bis da die letzte Nahrung reingekommen ist von den beiden. Der, ja, du und dann noch der eine mit dem Sammler. Das, was sammelt der eigentlich? Sind das Spiegeleier? Ja, wa? Ja, das waren Spiegeleier. Okay, Stamm, ausrotten. Es ist ein Krach, wenn die losrennen. Das ist herrlich. Geschichte. Ach so. Mal kurz gucken. Ein bisschen sehr, ja. Stammesmitglied verloren. Ja, welche eigentlich? Das würde mich ja immer mal interessieren. Steht leider nicht da. Neues Outfit. Ach. Krass, wie viel wir hier machen. Ja, doch, sind wirklich Spiegeleier. Voll die Kriegerrasse. Wir sind ein bisschen aggressiv. Ja, das tut mir natürlich sehr leid, aber... Wir haben noch zwei, drei Epochen vor uns und dann geht's los. Danach machen wir mal einen auf freundlich. Auf Pflanzenfresser und nett und toll und super. Wir sind dann ganz lieb. Versprochen. Aber erstmal hier unsere coolen Krieger zu Ende. Die nächste Runde dürfte dann auch schneller gehen, weil dann müssen wir uns ja nicht ewig darauf ausrichten, was der uns erzählen will im Tutorial, weil wozu? Ihr müsst jetzt nicht warten, ihr könnt gleich weiter schlachten. Manchmal verstehe ich nicht, was die... Was? Zu spät? Wie viele Stammesführer habe ich denn jetzt hier? Oder sind die einfach nur ausgewachsen?
Mach doch nicht so laut, du erschreckst mich. Okay, wen nehmen wir uns als nächstes vor? Die Speerwerfer, ne? Nachdem mir genug gesammelt wurde. Instrumente sind, glaube ich, gerade Verschwendung. Ich gucke nochmal kurz, was wir hier erobert haben. Oder habe ich das schon? Bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Ein Cowboy-Hut, alles klar. Nee. Habe ich gerade etwa die falschen Masken gewählt, ich Idiot? Ups, das hier waren natürlich die Kämpfermasken. Deswegen waren wir eben so schwach. Aber was passiert denn, wenn ich jetzt die hier dazu nehme? Wo? Warte, ich muss mal kurz auf meinen Kampfwert gucken. Ja gut, der steigt nicht. Es zählt immer nur das Maximum. Verstehe. Ja. Also natürlich aufpassen, dass er nicht überkompliziert wird, der Knilch. Okay, hier haben wir alles, die Symbole, das haben wir da. Ja, es sieht auch nicht so krass aus. Eine Gürtel? Gürtelkralle, aha. Hier kam nichts dazu, gut, dann kann ich mich austoben hiermit. Sieht schon ganz cool aus, sozusagen als Brustschutz, ne? Ja, aber irgendwie will er das nicht als Brustschutz. Sieht so ein bisschen jetzt aus wie so ein Schlips. Aha. Gut, das muss ich jetzt nur noch geschickt platzieren können und dann... Ja, okay. So zum Beispiel, ne? Kriege ich den hier irgendwie unters Auge? Wäre natürlich ideal. Aber ich glaube, unters Auge, darauf lässt er sich gerade nicht ein. So, ein bisschen nach vorne drehen. Ja, ist halt schwer so, ne? So ist halt das Symbol weg, das will ich ja nicht. Kriege ich das irgendwie so hin, dass das an die Arme gehen kann? Das sieht jetzt fast normal aus. Gut, vielleicht kriegen wir das irgendwie als Schienbeinschoner hin. Das wäre noch so eine Möglichkeit. Drehen. Ich bin mir da teilweise echt nicht sicher, ob ich irgendwas falsch mache oder ob das nur so gedreht geht, wie ich es halt nicht drehen will. Wenn er versteht, was ich sagen will. Kann ich denen das auf die Füße rauflegen? Sozusagen als Schuhe. Nee, aber Handschützer kann ich daraus machen. Sozusagen irgendwie in der Art. Am liebsten würde ich jetzt sagen, hör auf so komisch krumm da runter zu gucken, aber naja. So, was waren das hier eigentlich nochmal für Masken? Weiß wieder keiner, ne? Kann ich das jetzt wirklich hier oben? Das wäre natürlich... Gut, wir machen es dahin, sozusagen als Kehlkopfpanzerung. Kehlkopfpanzerung ist ganz wichtig. Nee, für Kampf habe ich hier nichts anderes mehr, ne? Nee, nur die... Plünderkappe, Kampf 2, Gesundheit 4. Nee, komm, der bleibt jetzt so. Okay. Siehste, Kehlkopfpanzerung gleich mal machen. So, 43 Nahrung haben wir noch. Aber damit wollte ich jetzt nichts weiter anfangen, ne? Weil Musik brauchen wir gerade nicht so. Wir rotten jetzt alle aus. Es ist unser Planet. Wenn wir diesen Planeten nicht halten können, wie wollen wir das Universum erobern?
Los Leute, immer auf irgendeinen anderen. Wenn ihr da nur doof rumsteht, das bringt leider keinem was. So, das Blöde ist, ich weiß bei den Heilern nicht, ob die quasi automatisch agieren. Oder ob das mehr so ein... Ob man die wirklich auswählen muss, damit sowas machen. Tahuta! Ja, ganzer Stamm ausgewählt. Kann ich hier eigentlich... Nee, das wäre auch noch geil gewesen. Wenn ich die jetzt quasi Stück für Stück da unten auswählen könnte. So, aber beim nächsten Mal weiß ich, wenn jemand mit Fackeln in mein Dorf rennt, dann hat er nichts Gutes vor. Wir sind mal, wir versuchen mal den da zu killen, ne? Das ist mir gerade so ein Pläsier, das auszuprobieren. Epischer Kampf, Stamm gegen, Stammesabomination. Los! Nieder mit dem Kolka! Oh Gott. Scheiße, zwei sind schon tot. Aua! Das geht gerade nicht so gut. Ja. Ey, das ist eigentlich so der Punkt, wo ich denke, es hätte aufhören sollen, ihn anzugreifen. Ich weiß. Aber komm, noch ein bisschen. Gleich haben wir es, gleich haben wir es. Alter. So. Das ist natürlich mein ganzer Stamm im Arsch. Wenn man mich jetzt angreift, dann bin ich kaputt. Ich versuche gerade jemanden vom lila Stamm zu entziffern. Oh Gott, die sind aggressiv. Die haben Feuermacher. Die sind böse. Nein. Wenn ihr zu uns kommt, dann ist Ende. Komm, schnell den nächsten machen. Was machen die denn hier hinten? Fischen. Okay, vielleicht sind sie doch nicht so schlecht. Okay, wir greifen demnächst, wenn es sich vermeiden lässt, keine dieser legendären Kreaturen mehr an. Das gibt nur Probleme, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Ich glaube, es ist am besten, wenn wir nur noch Leute mit Hämmern ausstatten, weil die Heiler, die bringen irgendwie nichts. Und die Zündhölzer, die sind halt zum Gebäude kaputt machen, sind die super, aber wann machen wir schon mal ein Gebäude kaputt, weißt du? Da gehen dann halt alle drauf und dann geht das auch. Unser Achievement der Evolution. Ein riesengroßer Godzilla. Hätte ich das gewusst, hätte die Vorfahren geiler ausgesehen. Krass. Na gut, sie werden langsam alle erwachsen. So. Wie haben sich die hier eigentlich entwickelt? Sammelstöcke, Wurfspeere, die haben also auch Wurfspeere und Holzhörner. Aber die sehen halt ganz nett aus, die Leute. Die muss ich jetzt nicht unbedingt ausrotten. Wobei, es wird halt, wie gesagt, die letzte Handlung sein. Damit werden wir uns als Kriegerrasse... Hat der gerade was geklaut? Hast du was geklaut? Du Alpha-Känguru, du? Die sind ganz schön aggressiv. Wahrscheinlich, weil wir dauernd an ihnen vorbeirennen. Das gefällt ihnen nicht. Würde mir, glaube ich, auch auf den Wecker gehen. Hättest du gern ein Geschenk? Hätte ich auch gerne.
Boah, wie viel steckt denn in dem Vieh drin da? Kann ich ja sammeln, bis ich, weiß ich wie, blau werde. Wisst ihr, jetzt werde ich natürlich übermütig. Ich hab's ja, weißt du? Na, jetzt komm. Soll keiner sagen, wir sind unterentwickelter Stamm. So. Natürlich, dafür ist jetzt wieder kein Platz, ne? Natürlich nicht. Aber vielleicht beim nächsten Update, da sind noch mal zwei Plätze mehr, dann kann ich auch hier endlich hier die Wurfspeere und da oben den Angler. So, was kann der machen? Verbinde ich mit anderen Stämmen, erobere sie, um Zugriff auf ihre Werkzeuge zu erhalten. Ja, nee. Nee, nee. Gut. Alle, die jetzt doof im Dorf stehen, bitte mal einen Hammer nehmen. So, ist hier das große blaue Vieh noch oder ist das mittlerweile weg? Das ist weg. Ja, die Rasse hat gerade ihren eigenen Untergang beschworen, indem sie uns angegriffen hat. Du hast noch immer keinen Hammer, ne? Hol dir mal einen Hammer. Und du, Heiler Fritze, holst dir auch einen Hammer. Dann sind wir alle Hammer. So, die hier oben gehen mir jetzt auch auf den Keks. Die mögen uns eh nicht, ich sehe schon. Na komm, legt mal euer Futter ab. Wie er aber auch wegrennt. So. Na los, Leute, sammelt ein. Ist doch genug da für alle. So, und jetzt mit vereinten Kräften auf Lavender? Lavendel. Das Lavendeldorf. Oh, die haben schon 12. 12. 12 ist natürlich schon fett. Das wird ein ebenbürtiger Kampf, könnte man fast sagen. Ich könnte jetzt natürlich reinrennen und deren Hauptgebäude zerstören, aber dazu bräuchte ich Flammer. Und ich will eigentlich nicht mein ganzes Dorf für die draufgehen lassen. Okay. Da sind noch zwei ein bisschen verwirrt, wie sie ihre Teller abgeben sollen. Okay. Häuptling Tim. An alle, die Tim heißen, tut mir leid. Da hinten kommen wir angerannt, wie so ein Schwarm Heuschrecken. Aber ist gut, die haben hier alle so eine Fackeln. Ah nein, die rüsten gerade auf Steinechse um, die sind ja nicht doof. So, alle auf den Häuptling. Jetzt muss ich mal koordinieren hier. Also, Häuptling hat noch 77. Wo ist die Maus? Da ist die Maus. Häuptling hat noch 43. Okay, Häuptling ist down. Auf den nächsten. Während die kämpfen, produziere ich wie immer nach. Ich habe jetzt genug auf Reserve, könnte man sagen. So, wie sieht's aus, Stamm? Nein, Stamm, erst auf die einzelnen Leute, los! Boah, ganz schlimm, ganz schlecht. Ganz mies. Das
sterben da hinten alle so und ich so la la la. Es ging doch relativ verlustarm. Alle aufs Hauptgebäude, los. Achso, das Ei kommt schon. Was ist das? Ey, ich hoffe, das beamt jetzt nicht unseren Häuptling hoch. Das wäre sehr, sehr dramatisch. Aber ich hoffe, die erkunden nur. Ja. Und Lavendel ist weg. Oder Lavender, wie auch immer die hießen. Wie die Farbe, aber selbst da bin ich mir nicht ganz sicher. Okay, das dürften jetzt aber die Speere gewesen sein, oder? Und noch ein Kriegstotem.